Guten Morgen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich meinen Joghurt selber mache. Ich habe mal bulgarische Joghurtkulturen bekommen und daraus selber Joghurt gemacht. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Was ihr dafür braucht: eine leere Tasse, leere Gläser mit Schraubverschluss und die nochmal heiß ausspülen vorher, 3,5er Milch und eine Gefriertasche, entweder vom Einkaufen oder wenn ihr eine andere habt, dann die. Ein Wasserkocher und eine Mikrowelle oder einen Topf, wo man Milch warm machen kann. Und alles andere gibt es dann im Video. Ganz wichtig ist es, bevor ich das vergesse, es muss 3,5er Milch aus der Verpackung sein. Frischmilch geht nicht, dann wird der Joghurt nicht hart. 1,5er geht nicht. Und wenn die nicht erhitzt ist, geht das auch nicht. Also frisch vom Bauernhof oder so, das haben wir probiert, das funktioniert nicht. Ich hole jetzt das heiße Wasser und kippe das jetzt in die Gläser, damit ich das nochmal desinfiziere und das Bakterien abtötet, damit uns der Joghurt dann nicht schimmelt. So, das Wasser habe ich vorher schon angesetzt, dass das gekocht hat. Hilft nämlich auch, wenn die Gläser gleich heiß sind, dass das mit dem Joghurt dann besser funktioniert. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr die Gläser dann auskippt, dass ihr irgendwie was nehmt, ein Handtuch oder so, weil das echt mega heiß wird. Kurz ziehen lassen. Ich kipp das jetzt aus, dann müsst ihr nicht zugucken. Und dann geht's weiter. Das Wasser, was ich weggekippt habe, habe ich jetzt gleich genommen, um ein was einzuweichen und den Rest lasse ich in der Kanne abkühlen und das nehme ich dann zum Gießen. Genau, jetzt alle Gläser mit Milch auffüllen. Die müssen dann in die Mikrowelle. Die Milch sollte lauwarm sein. Also wenn man mit einem kleinen Finger zum Beispiel reingeht und testet, soll man dann bequem drin sein. Es soll nicht zu kalt sein, aber es soll auch nicht zu heiß sein. Wenn das zu heiß ist, tötet es die Bakterien ab. Und macht das nicht ganz voll, weil ihr müsst dann noch Joghurt dazu machen. Währenddessen jetzt die anderen noch drin sind, zeige ich euch mal an dem Kleinen, wie das jetzt funktioniert. Man nimmt jetzt von der warmen Milch ein bisschen in die Tasse. So 2, 3 Löffel. Dann nimmt man von dem Joghurt 2, 3 Löffel und tut den vorsichtig in die Tasse. Und dann rührt man den mit ganz viel Liebe um. Der muss sich dran gewöhnen an die Temperatur. Und wenn der sich an die Temperatur gewöhnt hat, kann man das dann vorsichtig in das Glas kippen. Einmal vorsichtig umrühren. Dann macht man den Deckel drauf, wenn man den richtigen findet. Der. Ne, auch nicht. Der. Auch nicht. Deckel drauf. Und dann stellt man den in die Tasche, in die Gefriertasche, Kühltasche und rührt den bitte nicht mehr an und verschiebt den nicht mehr. Also die Tasche dann auch so da hinstellen, wo sie dann stehen bleiben kann. Das gleiche mache ich jetzt mit den anderen Gläsern auch noch. Und dann müssen die 4 Stunden, 3 bis 4 Stunden an dem stillen Ort stehen. Dann sollten die schon so ein bisschen anfangen, härter zu werden. Und dann stellt man das in den Kühlschrank und dann hält das und ist fertig.